Die Akademie für soziale Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung erklärt eine Integrationspolitik der sozialen Demokratie. Das sind Marco und Juliane. Marcos Großeltern stammen aus Italien, Julianes aus Deutschland. Abends bringt sie das auf das Thema Integration. Juliane engagiert sich für eine soziale Demokratie. Aber was bedeuten die Grundwerte der sozialen Demokratie, Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität für das Politikfeld Integration? Juliane erklärt, die Integrationspolitik der sozialen Demokratie setzt auf zwei Prinzipien: Teilhabe und Anerkennung. Teilhabe bedeutet, dass allen in der Gesellschaft die gleichen Möglichkeiten offenstehen. Um das zu erreichen, müssen alle ausreichende materielle Ressourcen wie Geld und Nahrung und immaterielle Ressourcen wie Bildung erhalten. Dann sind gleiche Rechte wie etwa Meinungsfreiheit nicht nur Theorie, sondern Wirklichkeit. Das Prinzip Anerkennung bedeutet, dass alle Mitglieder einer Gesellschaft sich gegenseitig als gleichwertig akzeptieren. Menschen verschiedener Religionen oder Kulturen werden also als gleiche behandelt. Und alle müssen sich an dieselben Spielregeln, das Grundgesetz, halten. Nur weil eine Person neu dazugekommen ist, darf ihre Kultur oder Religion nicht schlechter behandelt werden. Marco gefallen die Prinzipien Anerkennung und Teilhabe sehr gut. Aber wie kann das umgesetzt werden? Juliane erklärt, dass es dafür spezifische und unspezifische Integrationsinstrumente gibt. Unspezifische Integrationsinstrumente richten sich an alle Mitglieder einer Gesellschaft. Zum Beispiel in der Schule. Etwa die frühe Aufteilung in Gymnasium, Real- und Hauptschule bringt Bildungshürden für Menschen mit und ohne Migrationshintergrund. Längeres gemeinsames Lernen unter einem Dach würde unspezifisch, also für alle, die Bildungshürden verringern. Spezifische Instrumente arbeiten speziell für Menschen mit Migrationshintergrund. Denn wer neu in eine Gesellschaft dazukommt, hat oft schlechtere Startchancen. Spezifische Integrationsinstrumente gleichen das aus. Es gibt drei Arten von spezifischen Integrationsinstrumenten: legal-politische, sozioökonomische und kulturell-religiöse. Legal-politische Instrumente integrieren Zuwanderer formell in den Staat. Sie ermöglichen die Teilnahme an politischer Willensbildung und Institutionen. Dazu gehört zum Beispiel das Staatsbürgerschaftsrecht. Sozioökonomische Instrumente unterstützen Zuwanderer, Teil der Gesellschaft zu werden. Der wichtigste Schritt dazu: Bildung und Arbeit. Wichtige sozioökonomische Instrumente sind etwa die Anerkennung ausländischer Abschlüsse oder Sprachförderung. Kulturell-religiöse Instrumente ermöglichen Zuwanderern, ihre eigene Kultur zu leben und einbringen zu können. Dazu gehört zum Beispiel islamischer Religionsunterricht. Marco und Juliane sind überzeugt: Mit diesen Instrumenten können neue Mitglieder einer Gesellschaft wirklich teilhaben und anerkannt werden. Darauf stoßen sie an. Prost und Chin Chin! Mehr Informationen zum Thema Integration, Zuwanderung und soziale Demokratie im entsprechenden Seminar, Lesebuch oder Hörbuch der Akademie für soziale Demokratie. Alles von, bei und mit der Friedrich-Ebert-Stiftung.